Das aktuelle Projekt heißt für mich ganz klar Hilfe für Kion. Bereits 2011 haben wir bei Linde Material Handling den Schritt in die Welt des automatisierten, simulationsbasierten Testens gewagt. Damals wurde gerade der erste Closed-Loop-Fahrerassistent entwickelt und die Anforderungen an die Validierung sind explosionsartig angestiegen. Es wurde allen Beteiligten klar, dass wir das nur mit simulationsbasierten Testen in den Griff bekommen können. Und die Variation der entscheidenden Parameter dabei ist einfach enorm groß. Schon längst hat sich die Methode bei uns etabliert und wir wollen die Benefits nun auch an die anderen Standorte von Kion übertragen und die teilweise mit völlig unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten arbeiten. Aber den Anlaufprozess wollen wir eben nicht erneut mitmachen. Mit Carmaker und dem X-Pack und dem Dienstleistungsangebot von EPG konnten wir die Herausforderungen, die uns besonders am Anfang gestellt wurden, meistern. Tiefflurförderzeuge sind zwar keine Automobile, aber durch die Schnittstellen, die Carmaker bietet, konnten wir unsere eigenen Modelle, beispielsweise den Hubmast, in die Simulation gut einbinden und ein realitätsnahes Fahrzeugverhalten in der Simulation erzielen. Das ermöglicht es uns jetzt natürlich, die Softwarevalidierung ganz alleine mit dem Steuergerät durchzuführen. Aktuell und auch in der nahen Zukunft bauen wir bei Kion gerade ein Netzwerk aus Hill-Usern an verschiedenen Standorten in Deutschland, Frankreich und China auf. Das Kompetenzzentrum befindet sich dabei natürlich in Aschaffenburg, was den Ursprungsort dieser ganzen Bemühungen darstellt. Das Ziel dieser ganzen Bemühungen ist natürlich, dass wir von gemeinsamen Lösungen in der Test-Toolchain Software und auch von den gemeinsamen Lösungen der Hill-Plattform, der Prüfstände gegenseitig profitieren können.